Die Zauberkräfte von Pra Ruang. In Si Shachanalai bei Sukutai gab es einstmals einen Fürsten, dessen Name ungebannt geblieben ist. Er hatte einen Sohn, der hieß Ruang, der Glänzende. Der Knabe besaß weder Geschwister noch Spielfreunde. Darum ging sein Vater zum Hause des Wächtergeists der Stadt, um den Geist um einen Spielfreund für seinen Sohn zu bitten. Einen Holzklotz, aus dem er das Standbild eines Knaben geschnitzt hatte, ließ er da. In der Nacht, als die Scheibe des Mondes bereits hinabgesunken war, ging der Vater abermals zum Geisterhaus. Da hörte er das hölzerne Kind sprechen, und wahrhaftig, es grüßte ihn sogar mit allen Zeichen der Höflichkeit. Ruangs Vater freute sich sehr und nahm das Kind auf den Arm. Auch Ruangs Mutter war glücklich, nun zwei Söhne zu besitzen, und Ruang selbst hüpfte vor Freude im Kreis um den neuen Bruder herum. Der Vater gab ihm den Namen Lü, der Berühmte. Für Ruang war es ein großer Spaß, mit Lü zusammen zu spielen, und die Brüder liebten einander sehr, so sehr, dass sie beide dasselbe Spielzeug besaßen. Einmal wurde der vom Tempel bei Ruang Haus ein großes Fest gefeiert. Der Vater fragte Ruang und Lü, ob sie etwas erbauen wollten, um Verdienste zu sammeln. Ruang antwortete, er wolle den Tempel eine Pagode stiften. Auch Lü wollte eine Pagode bauen. Der Vater ließ also die Pagodenbaumeister kommen, damit Ruang und Lü ihnen ihre Vorstellungen und Gedanken vortragen könnten. Die Baumeister folgten in allem den Angaben ihrer Bauherren. Die Pagode von Ruang wurde groß und schön. Das Werk von Lü dagegen fiel nicht so schön aus. Darum ließ er die Spitze seiner Pagode verlängern, damit sie das Bauwerk von Ruang überragte. Als Ruang das sah, gefiel es ihm wenig, und ohne viel zu fragen, ging er hin und hieb der Pagode seines Bruders die Spitze ab. Sie sauste durch die Luft und fiel wie weit im Süden bei Lopburi zur Erde, wo man ihre Reste immer noch sehen kann. Die Pagoden von Ruang und Lü dagegen kann man noch heute in Sukutai bestaunen. Ein anderes Mal wollte Ruang Drachen steigen lassen. Leider besaßen sie dazu keinen der Regeln entsprechenden Park. Ruang ging daher Tamarinenfrüchte sammeln. Indem sie über die Wiesen hin und her gingen, aßen sie davon und warfen die Kerne links und rechts von ihrem Wege zu Boden. Später wuchsen Bäumchen aus den Kernen empor und wurden allmählich groß. Zwischen den Bäumen ergab sich ein Abstand, der wohl geeignet war, zum Drachensteigen hin und her zu laufen. Noch heute gibt es in Sukutai eine Straße, die links und rechts von Tamarindenbäumen gesäumt ist. Der Vater beauftragte nun jemanden, seinen Kindern Drachen zu bauen. Ruang wollte seinen sternförmigen Drachen haben, Lü dagegen einen Fischdrachen. Endlich war es geweiht und sie konnten ihre Drachen steigen lassen. Sobald der Drachenstern von Ruang etwas an Höhe gewonnen hatte, fiel er jedes Mal wieder herab. Ruang wurde zornig darüber und verwünschte den Drachenfisch von Lü. Er möge seine Schnur zerreißen, so oft Lü ihn steigen lässt. Dann zeigte er sich, dass die Bürger in den Häusern Ruang mit Recht den Jüngling mit der zauberkräftigen Rede nannten. Denn sobald Lü seinen Drachen steigen ließ, da zerriss ihm die Leine, bis er die Lust an Drachensteigen verlor. Nun sagte Ruang, Lü solle von jetzt an sein Drachenträger sein, und Lü fügte sich. Einmal ging Ruang zu einem Drachenwettbewerb in einem Dorf in der Nähe von Sukutai. Vom Morgen bis zum Abend wartete er dort, bis sein Gegner im Wettstreit kam. Jetzt sei es schon so dunkel, meinte dieser, und der Wettkampf der Drachen müsse wohl verschoben werden. Ruang entgegnete, was macht das? Können wir nicht im Mondschein die Drachen steigen lassen? Ruang hatte keine guten Augen. Als er den Weg entlang lief, um den Drachen in die Luft zu ziehen, stolperte er über einen Stein und fiel. Mit seinen beiden Knien schlug er auf und das weiche Erdreich auf. Zwei kreisförmige Gruben drückte er in den Boden ein. Als er sich erhoben hatte, sagte er, diese beiden Gruben mögen zu Brunnen werden, die das ganze Jahr hindurch nicht austrocknen. Wenn jemand das Wasser ausschöpft, so möge sogleich Neues hervorquellen. Heute noch glauben die Bewohner von Sukutai, dass es Ruang zu verdanken haben, wenn ihre Brunnen stets Wasser führen. Ruang und Lü hörten nun auf, mit Drachen zu spielen. Sie wollten ihre Heimatstadt wiedersehen. Unterwegs trafen sie einen Fischverkäufer,
Und weil sie Hunger hatten, wollte Roang zwei oder drei Fische kaufen, um sie gebacken zu essen. Der Verkäufer jedoch wollte sie nicht hergeben, denn er sagte, die Fische, die er noch bei sich hatte, wollte er zu Hause erst großfüttern. Roang entgegnete: Ich will nur das Fleisch haben, die Fische selbst magst du behalten und meinetwegen mit nach Hause nehmen. Der Kaufmann traute seinen Ohren nicht, als er das hörte. Zögernd gab er die Fische hin. Roang nahm sein Drachenmesser und trennte die Fische das Fleisch links und rechts der Hauptgräte von oben nach unten, unten bis zum Schwanz ab. Dann nahm er den Fisch, dessen Kopf durch die Gräten noch mit dem Schwanz zusammenhing, und warf ihn in einem Tümpel am Weg. Dazu sprach er das Gebet, er wünsche, dass der Fisch schwimmen können möge. Und tatsächlich, das Fischlein tummelte sich quicklebendig im Wasser. Noch heute leben die Nachkommen dieses Fisches im Teich in der Nähe von Sukhothai. Es sind die Fische, die kein Fleisch besitzen. Der Kaufmann erschrak und fragte: Wie heißt du? Roang nannte seinen Namen. Da wusste der Kaufmann, dass es mit Roang zu tun hatte, dem Mann mit dem zaubermächtigen Wort. Er fürchtete sich sehr und gab ohne Widerrede alle seine Fische hin. Roang und Lü teilten sie mit dem Kaufmann und aßen alle auf. Dann gab Roang dem Mann eine leere Büchse, die er ihn verschließen ließ. Wenn du zu Hause bist, darfst du den Deckel wieder öffnen. Du wirst dann etwas Gutes in der Büchse finden, wie alle Leute sich wünschen. Die drei Männer trennten sich und machten sich auf den Heimweg. Als er zu Hause angekommen war, öffnete der Kaufmann die Büchse und blickte hinein. Da sah er, dass die Büchse bis oben voll Gold war. Allen seinen Freunden erzählte er von seinem Erlebnis und dass alles eingetroffen sei, was Pra Ruan gesagt habe. Die Bauern hörten es staunend und machten sich sogleich auf den Weg, um Pra Ruan zu suchen, aber niemand hat ihn gefunden. Als später die Nachricht über das Land ging, dass König gesucht werden, tauchte Pra Ruan wieder auf. Die Bürger alle wollten nur ihn zum König haben, und so wurde Pra Ruan zum Herren von Sukhothai. Während er herrschte, kannte das Volk nichts als Glück.